Herzlich willkommen zu Gags Enter the Gecko. Wir haben hier ein richtig geiles Intro, deswegen lasse ich das diesmal laufen und auch das Menü ist schon Hammer. Ich habe gerade mal reingeguckt. Since retiring from the public eye, I have resigned myself to a life of solitude. For 2 years I started my day watching supermarkets sweep. Days, then weeks blurred into one long, sorry afternoon chat show. The next thing I know, some government goons show up at my house. Seems they've caught a whiff of old Mr. Sunshine himself. Rares. He's back in the media dimension, and they think I'm crazy enough to go back in after him. So they whisk me away to Interrogation 101. They play rough. Start giving me the business. I give a little back. So, we negotiate a little something to cover my expenses. They throw in one of those secret agent suits, and I tell them we've got a deal. Looks like I'm heading back into the media dimension. There's going to be deja, ouch, all over again. Nice try, big boy. Ja, und zwar hatten wir den Vorgänger schon angespielt. Wir spielen ja alle PlayStation 1 Spiele an und jetzt kommt Gags in 3D. Ich meine, guckt euch allein an, was die mit dem Menü gemacht haben. Okay, jetzt kam die Fahrt hier gar nicht. Weil eigentlich, wenn jetzt hier, guck mal, wenn du allein Options drückst, so eine Angeber, ne? Geile 3D-Welt gebaut, willst du natürlich auch zeigen. Selbst bei sowas. Und wenn du jetzt hier auf Speakers gehst, ne? Dann so hier kannst du an- und ausschalten. Also schon krass gemacht. Controller hatte ich mir gerade schon angeguckt. Ich würde mal sagen, wir gehen auf Start. Mit Gags wollten sie eigentlich auch so eine Figur wie Mario oder sonst was einführen, die halt wirklich mehr eine Riesen-Serie bekommt. Hiervon gab es nochmal Nachfolger für die PlayStation 2, war was angedacht, wurde dann aber wegen mangelnden Interesses von Eidos nicht umgesetzt. Eidos Interactive müsste es gewesen sein. Und es wurde im April 22 geleakt für die PlayStation 1. Sollte eigentlich Gex Junior kommen und irgendwie ein Prototyp haben sie geleakt. Oh, siehst, frühes 3D-Spiel, X ist springen, Kreis ist irgendwie Back essen, also ne, Kakerlake bei Pressing L1, Kamera, okay, naja, so eine Dinger musst du halt erklären, ne, okay, sehr cool, na, wurde sich Gedanken gemacht, okay, ja, mehr ist da anscheinend auch nicht, okay, verstehe, so, R2 ist ducken, ja, und der Vorgänger war halt ein 2D-Plattformer, hier ist nochmal ein Nachfolger, ich denke mal auch in 3D, ist das? Okay. Kannst die Kamera anscheinend vorstellen. Ja, ist halt die Frage, in welche Richtung gehst du, ne? Vor allem nette Frame. Okay, ne? Wenn du 3 drückst, kannst du dich komplett umschauen. Auch geil, ne? Schon gut gemacht. Du hattest da keine blaue Pause, wie ein 3D-Spiel funktioniert. Hat jeder rumprobiert. L2. Okay. You will never survive here against Isle. You cannot get past the Tiki Brothers. Ach, die verändert sich, ne, von der Farbe. No one can defeat the Tiki Brothers. Treffe ich überhaupt? Ist das gerade heller geworden? Okay. No one can defeat the Tiki Brothers. Ich probiere hier noch einmal gegen. You cannot Komm. Get past the Tiki Brothers. Dann halt. Okay. Okay. Start and pushing left, was?
Hier, guck mal, Semi-Automatik, wir gehen mal auf Automatik. Genau, kannst die Kamera nämlich ein. Okay, jetzt ist es auf Automatik. Shut it. Jetzt bin ich im Fernsehen. Okay. Level 1 anscheinend. Oder 1, weiß ich, ist das so ein bisschen. Wie nennt man das? Metroverse oder irgendwas dann? Ding dong. Okay. Gex hat wohl mehr Knochen bekommen, ne? Für die Programmierung. Also hat mehr Knochen im Endeffekt als eine richtige Eidechse. Das ist quasi eine super Eidechse. Ja. Ist halt die Frage, kann ich die. Die machen mir bestimmt Aua. Okay. Kamera. Ist jetzt auf Automatik. Wird dir leicht schwindelig, aber es gehört dazu. Destiny. Glaube ich eh nicht dran. Don't step on any brown, mushy rocks. Okay, soll nicht auf Porno, okay. Was machst du hier? Okay, lustig. Stehen Geckos auf Karotten? Ah, Steuerung. Okay, cool. Kann ich trotzdem noch drehen? Ja. Okay. Hey, ich hatte doch gerade einen Doppelsprung, oder nicht? Ne? Ja, Kamera ist so ein bisschen. Aber cool. Ich meine, allein grafisch. Ja, schön ist auch Comic-Style gewählt. Kriege ich das jetzt hin? Ich weiß halt nicht, wann er einen Doppelsprung macht. Eigentlich jeder zweite, würde ich sagen, aber gut. Ja, schwierig. Cool. Obi-Wan has taught you well. Ja, und immer ein bisschen Witz mit drin, ne? Allgemein auch die tiefe Stimme. Irgendwie einen amerikanischen Schauspieler, Comedian haben sie genommen. Für die Stimme und in England einen separaten. Okay, cool. I feel like I'm in Boy George's pants. So, das war das. Beizig, das ist auch okay, würde ich sagen. Bisschen bemängelt wurde, dass die Gegner nicht so hoch aufgelöst sind. Okay, cool. Ja. Wie kann ich mich gegen die wehren? Sehr schön. Okay. Wow, 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 wow. Cool. Gibt's da oben irgendwas? Ja, so ein bisschen schwindelig wird der echt da mit der Kamera. Ah, okay. Das dazu gewonnen? Aha, hier gibt's Kamm. Davon sollte ich 14, glaube ich, einsammeln. You mean I'm not 99.9% clean. Läuft der jetzt anders? Probier mal, ob es mit einem Joystick besser ist. Kommen aber wieder. Musik sehr dezent. Okay, cool. This is no time for Cool. cartoon jokers. Sehr schön, wie er sich da rettet immer. Okay.
Ist das random mit den Feldern oder? Was? Hard Head Ahead? Was? Okay. Kann ich auch rennen? Achso, das war das. Toll. Wahnsinn. Ja, haben sie natürlich alles so, was den einen fiel, mal ausprobiert. Dankeschön. Ja, ist gut. Okay, okay, okay. Lustig, wie er sich mit der Zunge auffängt. Aha. Versuch gerade mit der Kamera zu arbeiten. Was war das? This is about your father, isn't it? Was zum Teufel? Okay, da kann ich hoch. Ja, aber wo lang als erstes? Ah, okay. Da sind Fische drin. Cool. Ist aber schon wirklich durchdacht. Die Wassertextur voll schön. Okay, cool. Okay. So, komme ich da hoch? Jetzt ist die Kamera ein bisschen merkwürdig. Komme ich denn da rauf? Verstehe ich nicht so ganz. Ah, vielleicht von hier? Oder von hier oben? Ah, irgendwie habe ich das noch nicht so hundertprozentig raus. Was macht ihr hier? Time for Tubby Bye-Bye. Ja, hier kann ich Kamera nicht drehen. Schade eigentlich. Hit me. Go on. Hit me. Now that's what I call getting some tail. Merkwürdig. Alles merkwürdig. Danke. Ein bisschen orientieren hier. Ich sehe halt gerade einfach ein. Achso, habe ich. Ja, okay. Das ist besser. So. Ja, gut, was soll ich bei dem Wasser da machen? Oh. Na, war wohl nix. Stimmt, hier war ich ja noch nicht drauf. Sehr cool. Dann warten wir hier hinten. Ich weiß halt immer nicht, was der Fernseher macht. Na, sag mal, geht's wieder weg. Ja, die haben mich bisher noch nicht erwischt. Ach komm, manchmal rennt er ja auch ein bisschen merkwürdig rum. Ach nee, die kann ich ja essen mit. Ja, kann ich nämlich essen mit Kreis. Schon lustig. Gab's hier hinten noch irgendwas? War ja klar. Das war jetzt vollkommen unfair. Jo. Fantastic. Könnte natürlich auch erstmal das hier mitnehmen. Dankeschön. Jo, ich habe Dreieck gedrückt, ging wohl nicht mehr. Eigentlich kannst du doch die Kamera vorstellen.
to see the world as Keith Richards. Sehr schön. Kamera. Oh, hier Schnee. Was geht hier ab? Hier rutschig. Ja, aber klar. Er ist jetzt hier schön rutschig drauf. Ja. Geil. Schon cool gemacht. What? Did you flunk out of Nasty Camp? Vorsicht. Sehr schön. Und da müsste ja noch viel in die Richtung kommen, ne? PlayStation 1. Ich bin sehr gespannt. Ach, sag mal. Haben wir hier? Habit Season Open. Sehe ich irgendwo auch eine Kontrolle, was ich viel gemacht habe? Ich bin jetzt ein Hase. Okay, cool. Das hört sich so an, als wird auf mich jetzt gleich geschossen. Da muss ich auf jeden Fall hier oben aufpassen. Da ist ein Jäger, okay. Was? Achso. Ich kann aber, denke ich mal, nicht besiegen, kann ich ihn fressen. Viel mehr Dynamit oder was? Oh, dir wird echt schwindelig bei der Kameraführung. Okay. Ach, da sind, okay. Steuerung. Und fressen. Sehr schön. So, was da oben noch? So. Sehr schön. TNT. Sehr schön. Gab es ein extra Leben? Anscheinend die Lilanen geben Leben und die Grünen füllen halt eins auf. Ja. Oh. Das war jetzt Glück, glaube ich. Krieg's einfach nicht gesteuert. Okay, sehr schön. Das mit dem Hochziehen ist halt mega. Steuerung geht dann wahrscheinlich auch, ist aber gerade sehr anstrengend. Okay. Na gut, da war eh noch einer. Hatte gerade überlegt, ob ich runterspringe oder nicht. Ich hätte mich, glaube ich, für nicht entschieden. Aber da sind wir. Ist das hier? Ah ja, okay. Sehr schön. Speichere hier lieber mal. Weil nicht, dass, wenn ich noch einmal getroffen werde, von Anfang an anfangen muss. Biere von Nachteil. Sunbits hier.
Mal sehen. Über 500 Sounds gibt's. Ja, siehste? Kannst du voll vergessen. Achso, ja, nehmen wir das mit. Wir müssen dann nochmal einen anderen TV finden. Ach, hat er schon. Okay. So, speichern. Ist ein Witz hier, sag mal. Hat der eine Blume in der Hand? Sag mal. Die Steuerung ist hartes. Ja, komm. Ach, der verfolgt mich ja wirklich. There's plenty more where this came from. I'm fabulous. Sag mal, wo bin ich? Me use my tail to kick your behind. Fress du den gleich. Was war denn das gerade mit der Steuerung? Ich glaub's ja einfach nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich hier anders gegen wehren könnte. Komm, ich hab den doch letztes Mal so mühelos besiegt. Ich fress dir gleich. Ich hätte dann, glaube ich, jetzt gleich nochmal erwischen müssen. Ach komm, lass dir da immer einfahren. Kann irgendwie nichts machen. Steuerung, hilf mir. Wo bin ich? So. Was war, was nun? Aha, Level 2. Ja, ich musste ein paar Handtaucher erledigen, ne? Ja, und wo sind die Sachen, die er gedroppt hat? Ist hier eine Höhle? Ey, mir wird echt schwindig. So viel umherdrehen, also zumindest wenn die Kamera so eingestellt ist. That's not all, folks. Easy. Hab ich da ge- ich hab. Okay, that's sehr schön. Not all, folks. Ja, aber ich. Ja, das ist von der Ansicht that's halt hart. Ja gut, ich muss ja auch nicht alle einsammeln. That's not all, folks. That's not all, folks. Ey, die Steuerung. Ich meine, die ist ja prinzipiell schon gut, aber das mit der Kamera, ey. Vielleicht muss ich die auch mal. Manuell ist, glaube ich, so ein bisschen. Na, jetzt hängt sie. Okay, okay. Ja, ist schon wirklich nah dran. Ach komm, das ist doch jetzt unfair. Mal sehen, ob das jetzt hiermit besser läuft. Warum? Warum? That's not all, folks.
That's not all, folks. Gott, das ist schrecklich, ey. Nein, komm, das ist doch, sag mal. Ach komm, das geht doch gar nicht. Jetzt lauf ordentlich. Ach komm, er läuft dann halt auch einfach nicht. Ich raste hier aus, ey. Ich raste aus. Ich krieg den halt einfach nicht gesteuert. Was soll denn das? Ey, ich wechsle den PS5-Controller aus, das geht nicht. Diese Doppelbelegung der Pfeiltasten, ja, spinnt. Wenn ich jetzt nicht durchkomme, ey. Okay, sehr schön. Sei nicht, dass das... Über 500 Sounds für die PC und PlayStation, ja, das war gerade Spielenfassung, und auf dem N64 nur 100 Sounds, ein paar Level wurden rausgenommen, 5 oder 6 an der Zahl. Sorry, Charlie. Okay. Aber ein extra Level gibt's da bei. Okay, cool. Beim N64. Okay, das war das. Das sieht mir fast hier nach einem Ziel aus oder ein Kreuz. Ich würde gerne wissen, was hier passiert. Okay, cool. Schon lustig. Ja, haben sie natürlich viel an Mario angelehnt, ne? Das ist jetzt nicht zu verkennen. Aber ich meine, warum nicht? Okay, also da gibt's das. Es gibt's hier oben, da komme ich erstmal nicht hin. Ich sehe nichts. Na gut, ich habe jetzt auch Semi gestellt. Das ist dann schuldeigene. Ich würde sagen, wenn ich darauf drücke, kommt das Ziel. Okay. I feel like I'm in Boy George's pants. Was war denn das mit dem Wind? Ist ja schon wieder zwei Leben. Daten habe ich ja gleich. Ey, das war verwirrend, ey. I designed this scent with you in mind. Ja, die Sprüche, er muss halt gucken, dass sie nicht irgendwann auf die Nüsse gehen. Aber prinzipiell schon cool. So, folgendes, hier rauf. Da lang. Ist da eine Straße? What's up, Doc? Pimp's Trotten? Okay, ist eine komische Straße tatsächlich. Aber Wahnsinn, auch wie komplex das ist. Sag mal. Okay. Hat so ein bisschen South Park auch streckenweise als. Ah, jetzt habe ich genau die gewisse Anzahl, die ich brauche. Davon. Ist ja lustig. Ja, ich finde es cool gemacht. Also was auch für verschiedene Arten, die da reingebracht haben. Kommt hier ein Zug oder was? Das wird dann nicht nur Deko sein.
sind wir ja auf jeden Fall im Wilden Westen. Oh Gott. Das ist schon eine geile Grafik. Das sieht mir fast wie ein Boss aus. Der sich jetzt einfach nur gekratzt, oder wie? Okay. Wer bin ich? Okay, die sind nur Deko. Geh mal wieder zurück. Danke. Welcher? Oh, den hatte ich nicht gesehen. Wenn ich da darauf gehe, das ist doch schon mal 3D hier. Cool, sehr cool. Ja, na toll. Ja, gut, was sagt er? Wir haben es auf jeden Fall mal angespielt. Ich bin mal gespannt, wie das bei euch ankommt. Muss sagen, taugt schon echt, also Grafik alles finde ich Wahnsinn für die Zeit, ja, so siehst es halt hier, dass du irgendwie so den Block könntest an sich geiler machen, was aber ein riesiges Level, das ist ja Wahnsinn und eigentlich so gut wie keine Ladezeit, außer ne, wenn du in das Loch gesprungen bist, absolut Hammer. Steuerung, Kamera, gewöhnungsbedürftig, hängt aber damit zusammen, eins der ersten 3D-Spiele, Wahnsinn. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und ja, müsst ja, ne? Erste kommt's raus. Also für mich morgen, für euch heute. Ja, schönen Abend. Schöne, frohes Neues. Bis dahin.